So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Kingdom on the Fire, the Crusaders. Wir waren beim letzten Mal beim Essexwald, wir sind nun auf dem Fersen des Papstes, deswegen wollen wir uns dementsprechend auch aufleveln. Wow, bin ich aber viel aufgestiegen, eine Stufe, amazing. Obwohl, wartet ihr mal ganz kurz, ich will etwas überprüfen. Okay, wir haben ja hier unsere zwei Reserven drin, das wollte ich nur eigentlich überprüfen, ob ich die auch wirklich dabei habe. Gut, dann leveln wir nochmal eben unsere berittenen Bogenschützen hoch. Die gehen erstaunlich weit hoch, während ich mit Renier irgendwo da in den unteren Stufen rumwirke. Aber gut, müssen wir mit leben. Dann können wir unser Mammut halt nochmal um eins erhöhen auf allen Werten. Und unsere Lindwürmer. Ich bin vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein bisschen zu schnell, aber da tut mir leid. Dann sorgen wir mal dafür, dass unsere Unteroffiziere auf jeden Fall Stufe 10 haben, damit die auch mal ein bisschen Schaden machen. Ah ja, Uruguba hat er schon. Wartet mal. Achso, der kann nur Teamwork oder Zähm lernen. Das ist schade. Ich dachte, da könnte ich ihm noch was anderes beibringen. Erhöhen wir mal den Fluch auch ein bisschen. Dann können wir nämlich uns gegen heilige Truppen quasi verteidigen. Also artgerecht verteidigen, was? Nein. Gut verteidigen. Okay, schauen wir mal, was die Waffen uns hier bringen. Das lassen wir. TP-Regeneration lassen wir auch. Korrigieren wir mal vielleicht die Waffen von meinen normalen Orks. Wenn das wieder mal zu schnell ist, ihr könnt ja jederzeit das Video stoppen, wo ihr wollt, wenn ihr irgendwelche Tipps und Hilfen braucht, wie man am besten levelt. TP-Regeneration für die berittenen Einheiten. Auf solche Zusatzwerte lege ich erstmal als erstes hohe Priorität, weil wir sowas brauchen. Hier haben wir auch TP-Regeneration, aber das ist EP-Gewinn, ist halt auch wichtig. Schaut euch dieses Rapier an. EP-Gewinn plus 10%, FP-Gewinn plus 15%. Wenn ihr so gelevelt habt wie ich, gibt es ein Level 21 Rapier von Gewinn und Gier. Könnt ihr da zunehmen. Und eine alte Rüstung verkaufen wir dann. So, was haben wir denn hier noch eine Rüstung? Oh, jetzt gehen uns langsam schon wieder das Gold aus. Wahrscheinlich lassen wir dann den Rest mal so. Wir könnten mal gucken, ob ich vielleicht beim Mammut... Ach, das Mammut hat gar keine Ausrüstung, aber vielleicht die Lindwürmer haben die noch. Nein, die haben auch keine Ausrüstung, aber die Anführer jeweils. Bringen uns gar nicht, sparen wir den Rest. Weil die Missionen, die danach kommen, werden auch sowieso immer schwieriger. Also los. Wir waren also im Essexwald und wir wissen, dass der Papst auf dem Weg nach Youngsburg ist, wenn ihr noch wisst, das war hier hinten irgendwo, ne? Wir wollen verhindern, dass er dort ankommt an den Toren. Die päpstliche Wache steht hier bereit, weil sie wissen, dass sie Verfolger haben und versuchen uns abzuschütteln. Und wir wollen den Papst halt kaputt machen. Alle im Wald versteckten Feinde, wenn nicht denn. Vorsicht, feindliche Lufteinheiten könnten hier sein. Ja, das ist doch mal wieder etwas ganz nach unserem Verlangen. Warum nehme ich eigentlich die Ork-Reiter mit? Ich könnte... Ja gut, ich nehme jetzt die Ork-Reiter mit... Aber vielleicht lege ich später mal Wert auch auf die zweiten berittenen Bogenschützeinheiten. Wobei, ach nein, das ist meine Strategie. Ich spiele so, ich denke jetzt nicht kurz um. Gut, schön alles wieder öffnen. Da die Feinde im Wald sind und der direkt vor uns liegt, machen wir einen kleinen Umweg. Und greifen sie dann so hinterrücks an. Herrlich, wieder eine Kill-em-all-Mission, aber ich habe ja gesagt, dass das häufiger vorkommt bei Renier und dann bringen irgendwelche Strategien auch nicht mehr viel, wenn ihr aus allen Seiten immer angegriffen werdet und euch verteidigen müsst. Mit Renier gehen wir mal so einfach querfeld ein, dann können wir schneller die Karte erforschen. Das ist echt schon hier wie beim Debütalbum von Metallica. Seek and Destroy! Also, in diesem Waldgebiet hier scheint Licht zu... Da! Paladine, Stufe 35. Herrlich. Oh, jetzt geht's aber gleich zur Sache. Dann setzen wir doch mal Wegpunkte. Und mit Renier bin ich schon irgendwo in einem Gefecht gelandet. Okay, wir sind bei Paladinen und der Anführer hatte das Pech, dass er direkt vor mir steht. Und dann sollte ich mich beeilen, den Lindwurm zu retten von diesen verfluchten Bogenschützen. Ah, Mist. Das war nicht, das war kein sehr guter Start mit dem Lindwurm, aber egal. Dann müssen wir es halt so hinnehmen.
Hauptsache, wir verlieren Renier nicht. Ich lege sowieso eigentlich keinen großen Wert auf Reserveeinheiten. Also wenn ich da mal was verliere. Wo ist der Anführer hin? Okay, das sieht gerade nicht gut aus wegen Renier. Aber gut. Ja, ja, die greifen Orkreiter an, die greifen den an, die greifen den an. So, feindlicher Anführer tot. Haben wir es jetzt mal abgeschlossen. Ich müsste mich mal heilen. Komm, machen wir Kampf raus. Und weiter geht es. Wir greifen mal die Bogenschützen an, weil die mich hier stören. Die Reiter kriegen einen neuen Wegpunkt gesetzt. Entschuldigung, wenn ich noch ein bisschen husten muss ab und zu. So, und die Bogenschützen ziehe ich auch nochmal raus. Um jetzt mal endlich wieder was zum Spiel sagen zu können. Und auch ihr kriegt Wegpunkte. Ich weiß, hier wird Meteor gezaubert und alles. Wow, hier geht's aber ordentlich ab. Egal. Ja, um den Lindwurm tut's mir halt schon ein bisschen leid. Aber wie gesagt, ich lege sowieso nicht so großen Wert auf Reserveeinheiten. Weil es viel lustiger ist, mit Renier irgendwo durchzulaufen und alles zu plätten, was einem in die Quere kommt. Und ich meine, so schlecht sieht es ja momentan nicht aus. So, jetzt nehmen wir noch unsere berittenen Bogenschützen dazu, dass die mal kurz da reinheilen. Und dann dürft ihr auch weiterreiten. Okay! Infanterie haben wir gleich ausgelöscht, so wie es ausschaut. Das ist, liebe ich immer an so einen berittenen Bogeneinheiten, berittenen Bogenschützen, dass die einfach schön durch die Feinde flügen können, während sie dabei mit den Pfeilen auf sie draufschießen und dann nochmal aus der Entfernung heilen können. Vielleicht nehme ich doch wirklich zweimal so die Bogenschützen einheim mit. Das werden wir noch sehen. Aber jetzt geht es gegen die Paladine da oben. Setzen wir halt wieder Wegpunkte für unsere Reiter. Wobei, der Grund, warum ich eigentlich eher doch dazu tendiere, meine Ork-Reiter mitzunehmen, die sind halt einfach nur mal stärker vorüberreiten als die Bogenschützen. Bei den Bogenschützen ist es nur ein kleiner Bonus. Und bei den berittenen Bogen, bei den normalen Reitern ist es nun mal Fakt so, dass sie darauf halt speziell ausgerichtet sind und dementsprechend auch die stärkeren Reitereinheiten sind. So! Feindlicher Anführer tot, aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Sonst wäre das ja eine relativ kurze Folge. Oder beziehungsweise eine relativ kurze Mission. Da oben haben wir Paladine, Stufe 20. Die auch keine Lust mehr auf ihr Leben haben und es einfach so in die Waagschale geworfen haben. Ne? Und damit meine berittenen Bogenschützen nicht von denen irgendwie in Bedrängnis geraten, wegen Nahkampfgefecht und dergleichen, schicken wir auch hier die auf den Weg. So, was hat... Oh, schön, dass sie immer so einen Pferdeanführer mitbringen, dann macht das Ganze viel einfacher, den zu finden. Hier, fang das mal. Oh, habe ich denn ein Pferd gegrillt? Man sagt aber eigentlich, die Franzosen essen deswegen so viel Pferdesalami, weil die gesund sein sollen. Und tschüss. So, mal schauen. Was jetzt ansteht, was liegen. Und da haben wir unsere ersten Lufteinheiten. Gehen wir mal gegen das Katapult vor. Und meine berittenen Bogenschützen kümmern sich um den Flügelbomber mal. Und mein Mammut schicke ich derweil zur Ablenkung gegen die Infanterie dort. So! Dann kümmern wir uns mal gerade eben um die Katapulteinheiten hier. Na, was glitscht denn hier wieder Reniers Schwert? Gibt's ja nicht. Sowas mag ich manchmal echt nicht, wenn es hier so irgendwelche Glitches gibt. Okay, aus der Entfernung werden wir vom Mörsern angegriffen. Deswegen ziehen wir mal unsere Reiter da ab, dass die ein bisschen beschäftigen. Bei Renier muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich mal hier fertig werde, weil sonst verliere ich den. Was macht denn die Flügelbomber? Die werden noch gut bedrängt. Ja, wo ist denn der? Ach, da. Okay, jetzt beeilen wir uns aber echt mal hier mit Renier. Sonst verliere ich den wirklich noch. Krass. Hey, aus dem Weg. Und tschüss.
Sage mal, warum haben die auch Stufe 35? Aber... Ach Mist, den Baum der Heilung kann ich erst bei 350 halten. Ey, sag mal, so ein kleiner, mickriger Humanoid drängt den zurück, ey, gibt's überhaupt nicht. Hauen wir mal da rein. So, dann lenkt ihr mal die Mörser ab und wir kümmern uns hier weiterhin um die Katapulteinheiten. Mann, brauchen die gerade ewig. Es kommt alles irgendwie so zum Erlahmen, habe ich das Gefühl. Aber naja, damit müssen wir leben. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht noch die Ork-Reiter verliere, weil ich meine, Blindwurm hat nicht unbedingt was angerichtet an Schaden. Aber ich will nicht auch noch... das Mammut verliert aber auch gerade böse Energie. Sag mal, wie viele Menschen sind die denn noch? Wo sind die denn eigentlich? Wie lange brauchen die denn, um so lächerliche Einheiten zu besiegen? Ja, der fällt und fällt. Stirbst du jetzt mal? Hä? Was für ein Glitch ist das denn bitte? Der fällt und fällt und fällt. Herrlich, wie das Spiel manchmal glitchen kann. Okay, damit meine Ork-Reiter da nicht komplett untergehen, machen wir mal den Baum der Heilung, zaubern wir den mal dahin und schicken jetzt Renier zum nächsten Katapult. Das ist eine dumme Sache irgendwie, das nervt schon. Und die Bogenschützen kümmern sich auch um die Mörser. Denke ich, das wird das Beste sein. Aber ich glaube, nach diesem Gemetzel dürften wir eigentlich fast durch sein. Sicher bin ich mir da nicht. Das Mammut hat ganz schön Schaden durch das Katapult bekommen, aber das werden wir jetzt beheben. Das Dumme ist halt immer nur, dass ich nicht so schnell dann hier... Sag mal. Dass ich dann nicht so schnell hier die... Anführer finde. Erstmal, wo ist das Mammut? Das wollen wir mal heilen. Mal sehen, ob das überhaupt was bringt. Ja. Da passiert was. Da tut sich was. Okay. So, dann kümmern wir uns hier weiter um die... Wisst ihr was? Das Mammut soll jetzt auf die Mörser schießen. Um das Katapult kümmern wir uns ja schon. Wie alles zum Erliegen kommt hier, ey. Das ist gerade voller Stellungskrieg. Aber egal. Damit müssen wir leben. Wenn ich euch ein bisschen verbrutzle, dann ist es doch immer noch okay. Und die Bogenschützen dürfen nochmal Renier heilen. Aha, da haben wir einen Anführer gefunden. Das trifft sich doch gut. Na, komm. Du stirbst jetzt aber auch mal. Damit hier endlich mal wieder ein bisschen Action reinkommt. Sogar die Musik sagt mir, du siehst ja aber nicht in langweilige Kämpfe. So. Jetzt zahlen wir doch mal. Bei Renier. Machen wir gleich zweimal den Baum der Heilung. Und die Bogenschützen lassen wir jetzt über die Mörser durchrennen. Die auch gleich kaputt sind. So, dann haben wir nur noch unsere Katapulteinheiten hier. Dann bin ich mal gespannt, ob überhaupt noch was kommt oder ob wir die Mission dann schon so abgeschlossen haben. Weil das ging ja eben echt nicht an hier, dass es so elendslang braucht. Nur um so ein paar lächerliche Einheiten zu beseitigen. Wir sind die Elite der Hochelfen. Aus dem Weg. So. Jetzt sterbt halt. Wie kann es sein, dass die Menschen so lange hier ausharren? Mit so lächerlicher Energie eigentlich. So schlechten
Rüstungswerten. Aber ich muss sagen, der Glitch, der sah schon episch aus. Nein, wir sind noch nicht durch. Heilen wir mal dahin. Heilen wir mal uns. Und dann geht es gleich weiter. Verteilt euch, Alter. Wir sind. Aber wir dürften jetzt viele Einheiten schon beseitigt haben. Weiter, folgt mir. Schauen wir mal, wo wir noch welche finden. Ja, wir haben schon ein paar Verluste gemacht, aber es ist alles noch im ertragbaren Bereich. Oh! Jemand hat aufs Mammut geschossen. Das sah eben sehr nach Katapult aus. Dann begebt euch mal in diese Richtung. Was jetzt? Vorsichtig.